Willkommen, Freunde, zu dem lang versprochenen Making of the News. Denn viele hat es anscheinend interessiert, wie ich denn meine News aufnehme, wie es hinter den, ich sag mal, Kulissen aussieht. Und deswegen dachte ich mir, passend zu den 50.000, nochmal vielen Dank an dieser Stelle, mache ich dann wirklich ein Making of und zeige euch, ja, wie denn so eine News entsteht, wie das denn hier überhaupt so aussieht, was ich für ein Equipment habe. Und ich denke, für den einen oder anderen unter euch könnte das ganz interessant sein. Und ja, dann beginnen wir einfach mal. Ich habe jetzt hier noch eine zweite Kamera und da spreche ich dann ab jetzt auch rein. Und ja, vielleicht beginnen wir einfach mal mit meinem Mikrofon. Das habe ich ja auch schon mal in einer Folge, ja, in einem Unboxing quasi vorgestellt. Und zwar ist es das EduTeach Lavalier Mikrofon. Weiß jetzt gar nicht, was genau für eins. Und das stecke ich mir tatsächlich einfach hier durch. Und ja, es sieht immer so unglaublich professionell aus, aber es ist einfach wirklich der Tatsache geschuldet, dass ich einen richtig guten Sound habe. Und ihr seht, ich habe ja, mein Wohnzimmer geht quasi hier sofort in das Zimmer über, deswegen habe ich immer so ein bisschen Hall gehabt. Deswegen ist dieses Mikro sehr gut. Hier auf der Kamera habe ich nochmal das Rode Mikrofon und da hat man immer noch ein bisschen mehr Hall drauf. Hier, das ist so ein bisschen basslastiger, ein bisschen stumpfer, sage ich mal fast. Und das ist auf jeden Fall viel besser. Ja, und dieses Mikrofon ist einmal hier noch bei mir in der Hosentasche und kommt mein Taschentuch raus. Und das geht dann einfach per Klinke hier in meine Vlog-Kamera, beziehungsweise in meine News-Kamera. Und ich würde mal sagen, ich tue die einfach mal so ein bisschen nach vorne und zeige euch das Ganze. Hier ist einmal das Lavalier halt drin. Wie gesagt, Klinke, ganz einfach. So sieht das hier aus. Und wir beginnen einfach mal damit zu erklären, was das denn überhaupt für eine Kamera ist. Und zwar ist das von Canon, die 5D Mark II. Das ist eine Vollformatkamera oder, ja, sagt man Vollformat-Profikamera. Also schon deutlich besser als die Kamera, mit der ich hier gerade aufnehme, beziehungsweise in die ich gerade spreche und hinter der das Ding gerade steckt. Das ist nämlich hier die Canon 700D oder die EOS 700D. Die ist deutlich günstiger, macht auch geile Bilder. Vor allem kommt es natürlich auf das Objektiv an. Aber mit der Kamera kann man schon einiges mehr machen. Die ist, wie gesagt, auch ein ganzes Stück teurer. Deswegen waren auch die letzten News so ein bisschen unscharf, weil ich meistens alleine hiermit aufgenommen habe und versuche mich jetzt so ein bisschen von der 700D an die 5D Mark II zu gewöhnen. Und das ist halt ein bisschen schwerer. Vor allem kann man das Display zum Beispiel hier nicht zurückklappen, also das geht bei der 700D und es ist auch kein Touchscreen. Und ja, ich nehme hier gerade auf, das kann ich jetzt mal abbrechen. So, da habe ich jetzt gerade aufgenommen und dann kann man sich zum Beispiel das Ganze hier einmal angucken. So, hier einmal, zack. Weiß ich nicht genau, wo ich, ja, genau, da rede ich jetzt irgendeinen Mist, da weiß ich gerade gar nicht, wo ich stehen muss, da sind wir schon beim nächsten Thema. Und dann gucke ich einfach total blöd in die Kamera und ich gucke wirklich sehr blöd in die Kamera, vielleicht sollte man das gar nicht so zeigen, wie blöd ich in die Kamera gucke. Und da mache ich gerade noch meine Gesichtsübungen und da kratze ich mir gerade noch im Bart und ja, da lache ich nochmal blöd in die Kamera auf. Auf jeden Fall sieht das so aus. Ja, das hier ist mein Stativ, das habe ich mir vor einiger Zeit neu gekauft. Das ist tatsächlich sehr gut, das ist von PhotoPro und das ist nicht aus Plastik, sondern aus Aluminium und mein vorheriges Mikrofon, Stativ, das war aus Plastik und das ist relativ schnell kaputt gegangen. Deswegen dachte ich, ein bisschen mehr Geld investieren, denn wer günstig kauft, der kauft dann im Grunde eigentlich immer zweimal. Ja, und kann man das Ganze auch hier mal abmachen. Hier haben wir noch so eine, ja, so eine Waage, damit man dann das Ganze auch, ja, genau, austangieren kann, sage ich jetzt mal so. Ja, wer sich jetzt vielleicht wundert, Moment, ich mache die Kamera mal aus, das geht hier immer so. Wer sich jetzt wundert, was ist denn überhaupt dieses Ding hier unten? Das ist mein Batteriefach quasi. Da kann ich nämlich zwei Akkus dann reintun. Ich kann einfach das ganze Ding auch mal abmachen. Das kann man einfach hier so abdrehen. So. So, und dann kann ich die Kamera mal kurz zur Seite legen. Und jetzt stolper ich gleich schon. So. Kann man nämlich hier einmal reingucken und irgendwo kann ich hier auch mein Dings da aufmachen und zwar, ja, so, da haben wir nämlich jetzt zwei Akkus drin. Normalerweise passt in die 5D Mark II genau wie in die Canon 700D nur ein Akku, hier passen halt dann zwei rein und dann kann man halt doppelt so lang aufnehmen. Das ist ganz cool und dann kann man auch, wenn man das möchte, kann man das hier einschalten auf On und dann kann man hiermit auch bedienen und man hat halt ein bisschen mehr Gewicht, man ist vielleicht ein bisschen ruhiger auch in der Hand. Ja, das ist auf jeden Fall das ganze Geheimnis und hiermit kann man das halt dann hier festmachen. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Stativ echt zufrieden und dann kann man das auch einfach so zusammen machen, kann das natürlich auch kleiner machen und dann stelle ich das meistens einfach hinten bei mir an die Wand. Ja, das ist eigentlich das Geheimnis, das Wichtigste hier, Kamera und Stativ. Und ich bin mit der Canon 5D Mark II auf jeden Fall sehr zufrieden. Das ist eine richtig coole Kamera. Und dann lege ich die jetzt mal zur Seite.
So, ich war ja eben schon bei Markierungen auf dem Boden. Und zwar habe ich hier ein paar Markierungen, das sieht man vielleicht. Das sieht total amateurhaft aus, aber erfüllt seinen Zweck, weil dann weiß ich immer genau, wo stelle ich mich hin, weil der Dustin ist meist gar nicht da zum Filmen. Das heißt, ich stelle mich dann hier hin und habe dann da die Kamera und weiß, wie ich das dann scharf mache mit dem Fokus und so. Klappt zwar noch nicht ganz so gut, weil ich mit der Kamera, wie gesagt, noch nicht so ganz vertraut bin, aber man lernt auf jeden Fall und ich habe durch die News schon unglaublich viel gelernt. Ja, hier im Hintergrund einmal mein Regal, das habt ihr wahrscheinlich auch schon ziemlich oft gesehen. Ja, hier Big Daddy von Bioshock, das ist der gute, wie heißt er noch hier, Dustin? Jamie. Jamie Lannister aus Game of Thrones. Und dann haben wir hier noch eine Far Cry Tasse hier von der guten, ja, Kremlin. Kremlin, ja, Kremlin, Kremlin, ja, gut, habe ich jetzt auf jeden Fall verkackt, sorry. Ich bin so unglaublich nervös. Nein, hier nochmal Far Cry und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, das Regal, das kennt ja eigentlich jeder. Und dann wundert euch natürlich, hey, wie macht ihr das denn mit dem Licht? Weil wenn man das Ganze nicht ordentlich beleuchtet hat, dann hat man dauernd diese Augenringe und das sieht einfach total blöd aus. Deswegen habe ich dann hier nochmal so Studioleuchten. Hört sich jetzt auch wieder total professionell an und so. Das sind einfach so 10, 20 Euro Dinger von Amazon. Und ja, die kann man halt einfach dann hier so anmachen und wieder ausmachen. Das Ding strahlt mir halt, wenn ich dann hier stehe, genau aufs Gesicht. Ja, das ist wirklich, um das Gesicht zu erhellen, um es gleichmäßig zu erhellen. Blöd ist natürlich, dass ich hier ein Fenster habe, hier habe ich Fenster. Das heißt, ich habe ganz viele verschiedene Lichtverhältnisse. Ich bräuchte eigentlich ein Studio, damit das professionell aussieht. Aber das Ganze ist natürlich für YouTube, deswegen reicht das eigentlich. Dann habe ich hier noch eine. Noch eine Leuchte, das ist dieselbe, die ist einfach ein bisschen höher. Und zwar ist das die Spitze. Das heißt, wenn ich dann hier stehe, strahlt sie mir von hinten auf den Hinterkopf und hebt mich dann quasi vom Hintergrund ab, dass ich so einen, ja, Heiligenschein quasi habe. Also nicht, weil ich jetzt heilig bin oder so, einfach zum Abheben. Normalerweise braucht man dann eigentlich, um es mehr oder weniger perfekt zu machen, noch eine dritte, die dann von der anderen Seite leuchtet. Und dann könnte man eigentlich nochmal mit drei weiteren, glaube ich, das Ganze erweitern. Aber wir machen das nicht professionell. Ich habe hier kein Studio und ich habe halt auch Tageslicht, das hier reinkommt. Normalerweise dürfte ich gar kein Fenster haben. Und ja, dann wäre das auf jeden Fall perfekt. Hier sitzt normalerweise der Dusty, wenn er News schreibt. Und deswegen, ja, so ein alter Sessel. Und das ist hier wirklich nichts Besonderes. Wenn er halt mal hier ist, dann ist er halt hier. Und ja, das ist auf jeden Fall so meine Aufnahmeecke hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu meinem PC. Und ich zeige euch mal ein bisschen, wie ich das Ganze so mache, wie ich schneide, wie ich Thumbnails mache und so weiter und so fort. Hier erstmal natürlich mein Aufnahmepult. Das ist aber jetzt eigentlich nur wichtig für die Let's Plays. Und heute habe ich ja noch eine News aufgenommen, beziehungsweise wenn das Video kommt, wahrscheinlich gestern oder vorgestern. Und so sieht das aus, wenn ich mir dann meine News aufschreibe. Zum Beispiel Ubisoft Lineup, Gamescom, Tomb Raider, Release-Termin für PS4, PC, Life is Strange, der neue Trailer zu der vierten Episode, Gamescom und dann ist hier auch noch E-Sport. Ja, so sieht das aus. Und im Vorfeld gehe ich dann meistens einfach hier, oh, das habe ich jetzt gar nicht, Moment, ich gehe mal kurz auf planation.de, die Seite meines Vertrauens, und dann gucke ich mir einfach an, ja, was gibt es denn da gerade für News, und dann gibt es da zum Beispiel etwas zu Tomb Raider, die hat zum Beispiel gestern der gute Vladi geschrieben, die habe ich nicht geschrieben, meistens ist es so, dass ich die News schreibe und dann weiß ich schon, worum es geht, und dann schreibe ich mir das hier nochmal kurz zusammen, dann geht es einfach viel schneller. Meist oder ab und zu ist es halt dann auch so, dass jemand anderes das geschrieben hat und dann gucke ich mir das halt an, fasse mir das so zusammen hier nochmal, die wichtigsten Stichpunkte und dann habe ich das alles hier auf dem Blatt. So, das war eigentlich schon das. Und dann geht es natürlich zum Schneiden. Die Kamera wird einmal hier angeschlossen, hier habe ich einen USB-Anschluss und dann ziehe ich mir die Daten schon rüber. Soll ich das mit der SD-Karte noch mal kurz zeigen? Oder? Mhm. Genau, dann Moment, wir gehen noch mal kurz zurück. Ich habe nämlich noch was Wichtiges vergessen, weil ich will euch ja den Ablauf auch mal genau zeigen. Und zwar, das Ganze wird natürlich hier auf einer SD-Karte aufgenommen. Moment, die ist einmal, jetzt muss ich einmal gucken, dass ich hier nichts, ah nee, die ist ja genau hier an der Seite. So, jetzt wundert ihr euch bestimmt, oh, das sieht aber gar nicht aus wie eine SD-Karte. Und zwar ist das ein Adapter quasi. Compact Flash. Ein Compact Flash, also ein Adapter quasi für die SD-Karte. Das ist eine handelsübliche SD-Karte, 128 GB. Hier, die 10 ist ganz wichtig, dass die Daten auch wirklich schnell übertragen werden können und so. Das ist das Wichtigste. Und die kommt einfach hier rein. Und ja, dann kann ich die Kamera einfach bei mir am PC anschließen und mir die Daten rüberziehen, einfach auf die Festplatte. Und dann bin ich hier schon am Schneiden. So, dann öffne ich meist eine alte News und dann ziehe ich mir die ganzen Daten hier rein.
Und dann sieht das ungefähr so aus. Heute innerhalb der News geht es um Anna Rotzvanovic, um Lara Croft, um Max aus Life is Strange und um ganz viele andere interessante Themen. Das alles jetzt gleich nach dem Intro. Bleibt also dran, bleibt schon interessant. Und da kann man auch mal ein bisschen vorspulen. Ja, da kommt mein PC dann nicht mehr hinterher und dann sind hier zum Beispiel nochmal die Übergänge zu sehen, dass man das auch mal so sieht. Also das hier ist zum Beispiel ein Übergang mit Musik, dann sieht das so aus. Zu tun. Rise of the Tomb. Und dann habe ich hier zum Beispiel das Logo drin, das ist das einmal hier. Hier habe ich die Bilder drin, also im Grunde alles nichts Besonderes. Und ja, das ist eine News, die wird dann einmal gerendert. Ich habe dann gehe dann einfach hier auf Exportieren, auf Medien und dann habe ich hier schon meine ganzen Einstellungen und dann kann ich das bei YouTube auch sofort hochladen als privat. Das heißt, erstmal wird das Video gerendert und dann wird es auch sofort hochgeladen. Also das ist wirklich super, da muss ich gar nichts mehr machen. Ich bin ja sehr faul, muss ich sagen. Ich bin ein sehr fauler Mensch. Und dann habe ich nämlich hier einmal den Media Encoder. Das ist der, wobei jetzt habe ich ganz vergessen, ich habe gar nicht gesagt, mit welchem Programm ich überhaupt schneide. Das ist einmal Adobe Premiere CC und da habe ich halt auch dann den Media Encoder Adobe Media Encoder CC, also Creative Cloud 2014, wobei es jetzt auch schon wieder eine neue Version gibt. Dann kann ich hier draufklicken und dann wird das Ganze gerendert und hochgeladen. Und dann bin ich eigentlich schon fast fertig. Nein, nicht ganz, denn ich muss natürlich dann auch noch ein Bild finden. Und ja, in den letzten Monaten habe ich da so ein bisschen, ich bin nicht der Profi in Photoshop, das ist auf jeden Fall Photoshop, auch von der Creative Cloud. Und dann mache ich halt hier so meine Thumbnails für das Video. Und ja, wie gesagt, ich bin da kein wirklicher Profi, aber ich versuche halt, das immer besser zu machen, dass die Bilder auch mal scharf sind. Das ist hier ein bisschen unscharf. Und dann kann ich halt hier mit den einzelnen Ebenen, die kann ich dann halt wegmachen und dann sieht das ungefähr so aus und dann sieht das so aus, dann kann ich das E3 noch wegmachen und dann kann ich das hier wieder wegmachen, dann kann ich mich wieder hier hinmachen, dann kann ich ein anderes Hintergrundbild da hinzutun und so weiter und so fort. Ja, eigentlich alles relativ einfach und dann sind wir eigentlich auch schon hier auf meinem Kanal, dann ist hier das Video, dann haue ich da noch den Text rein, Videobeschreibung, Titel und so weiter und so fort und dann haue ich das Ganze auf Facebook. Schönes Bild von Taros und Dennis und mir. Und ja, dann ist das Video im Grunde schon hier. Ich hatte halt überlegt, ob ich das euch noch was genauer zeigen soll. Aber wir hatten uns dann überlegt, das ist nicht so wirklich interessant. Weil wer will das schon wissen, wie ich jetzt ein Video ganz genau schneide, wie ich den Thumbnail ganz genau mache. Natürlich gibt es da Tricks, aber ich bin selber auch kein Profi. Deswegen dachte ich so, nee, komm, ich mache jetzt einfach mal so ein Making-of ohne großen Schnitt, wahrscheinlich gar keinen Schnitt oder zwei, drei Schnitte und lasst mich einfach von das hier mal ein bisschen filmen und wenn ihr jetzt Fragen habt, dann haut es einfach gerne unterhalb dieses Videos in die Kommentare und vielleicht mache ich ja dann nochmal irgendwie ein Video beziehungsweise beantworte euch dann diese Fragen und vielleicht werde ich dann auch mal zeigen, wie ich in der nächsten Zeit mit dem Greenscreen aufnehme und wie ich den dann rauskiehe und damit man dann den Hintergrund sieht und so, das ist vielleicht noch ganz interessant und ja, im Grunde das war's schon, also keine Magie hinter, ich brauche mal so ungefähr 2 Stunden, je nachdem, ob ich die News selber geschrieben habe, ob ich wirklich weiß, worüber ich gerade rede und so, 2 Stunden geht eigentlich, mache ich meistens jetzt alle 2 Tage, je nachdem, ob ich Zeit habe oder nicht und ja, wie gesagt, das ist das Geheimnis hinter der News, keine große Sache, alles Übungen, auch mit den Programmen umzugehen, vor der Kamera sprechen und so, guckt euch meine ersten News mal an, da werdet ihr auf jeden Fall lachen, mittlerweile geht's halt besser, weil man es halt öfters macht. Ja, Übung macht den Meister. Das war ein Making of the News. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, ob ihr Fragen habt und vielleicht noch einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, lasst mich und mein IKEA-Regal doch mal alleine. Und vielen Dank an den Dustin.